So, Jungs, mal ein kleiner Gruß an die zu Hause gebliebene Dani und Tüne. Was haben sie verpasst, mal so aus dem Bauch raus? Diverseste Eiweißvergiftungen. Ja. Jetzt sind wir bei 10. So, Mülle, kurz mal an Tüni und Dani ein Gruß, was ihr verpasst habe. Ja, ihr braucht mehr Eier, sage ich euch. Wo ist denn der Eiervorrat runter? Ich zeige euch mal kurz. Eiervorrat am letzten Tag, nach 8 Tagen, sind irgendwie nur, also zwei Lager sind irgendwie 50 Eier. Aber das, oh, warte mal, da habe ich noch jemanden für euch. Doch der gute alte Gary. Gary liegt hier in der Koje und schläft und möchte jetzt keinen Gruß an Dani oder Tüne ausrichten. Oder ein Wort vielleicht? Schöne Grüße. Das war's. Das ist schön hier. Das Garys Luke sieht so ungefähr so aus. Das ist schön hier. Das ist echt nett. Hier, so. Hier hat leider nur Christoph Platz. Das ist die Königinnenkajüte. Auch er hat einen schönen Ausblick. Ja, Wetter. Okay. So, hier. Hier drüber. Krabi. Und Atlanta. Pipi Island. Hier ist Pipi Cabinet. Ich habe gerade Pipi Island gezeigt, da unten rechts. Ja, Dani, leider. Kein großer Fisch dieses Mal. Mag meine, aber ist klar, du bist ja auch nicht dabei. So, mal kurz zeigen, was hier vorne noch abgeht. Da haben wir einen Herrn Beze. Herr Beze, noch einen schönen Gruß an Dani und Tüni. Hallo Dani, na, wie geht's? Alles gut bei euch? Sag doch. Voll blöd. Scheiße. Und was haben Sie verpasst, die zwei? Alles. Das Beste. Ja, also bisher war es alles scheiße, jetzt ist es schön. Der breiteste 50 Meter. Christoph ist schwer erschöpft. Hier nochmal einen schönen Gruß an Dani und Tüne. Sag mal was. Was haben Sie verpasst? Nichts. Schlafkontest hat mich doch wieder allein ausgemacht, Dani. Ich glaube, er hat gewonnen. Es ist auch nichts gäbe. Wir haben kein einziges Fleisch am Stück gehabt. Die ganze Woche. Alles scheiße. Vegetarierurlaub. So, jetzt mal kurz die Kamera aufs Ohr. Jetzt haben wir das Gefühl für die Geschwindigkeit. Da vorne ist der Hafen. Da hinten links. Letzter Tag heute. Insofern geht ein Spaß. Da hinten ist Pipi Island. 2 Stunden sind wir noch los.